Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Mac & More. Dieses Video entsteht aus Zusammenarbeit mit euren Kommentaren, da viele geschrieben haben, dass sie nur einen älteren Mac haben oder einen nicht so leistungsfähigen Prozessor, wo die virtuelle Maschine entsprechend unflüssig läuft. In diesem Video möchte ich euch aber zeigen, wie ihr mit 10 einfachen Einstellungen eure virtuelle Maschine selbst auf älterer oder begrenzter Hardware flüssig zum Laufen bringen könnt. Das und noch ein bisschen mehr gleich nach dem Intro. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren und fangen auch direkt an, indem wir erstmal unsere virtuelle Maschine anpassen von den Einstellungen. Zunächst erst einmal unter dem Punkt System im Prozessor. Hier ist es zu empfehlen, mindestens 2 Prozessorkerne zu geben, um eine optimale Leistung zu erreichen. Der Prozessor ist allerdings nicht immer der Flaschenhals, er kann es aber sein. Wo man die Leistung der virtuellen Maschine auch noch sehr gut steigern kann, insbesondere die Multitasking-Fähigkeit, ist der Arbeitsspeicher. Viele von euch müssten so 8 GB Arbeitsspeicher eingebaut haben und hier macht es sich eigentlich ganz gut, so 2 bis 4 GB Arbeitsspeicher zu verwenden. Ich habe jetzt hier in meinem Fall 3 GB Arbeitsspeicher genommen. Diese sind auch, wie die CPU, für Windows 7 völlig ausreichend. Ein oft unterschätzter Punkt ist der Anzeigenpunkt. Hier solltet ihr zunächst einmal die 3D- und 2D-Beschleunigung aktivieren, beim Grafikcontroller VBox VGA auswählen und den Grafikspeicher auf 256 MB schrauben. Zudem empfiehlt es sich, so habe ich es jetzt bei meinem 4K-Bildschirm gemacht, die Skalierung auf ungefähr 250% zu schrauben. Um die Startzeit der virtuellen Maschine zu verkürzen, solltet ihr natürlich einerseits das virtuelle Volume nicht auf einem externen Gerät wie einer externen Festplatte oder einem externen USB-Stick oder SD-Karte anlegen, sondern auf einer SSD. Diese kann natürlich einerseits intern sein oder bei SSDs natürlich vollkommen unproblematisch auch extern. Damit aber auch die virtuelle Maschine weiß, dass ihr eine SSD verwendet, müsst ihr im Punkt Massenspeicher auf eurem virtuellen Volume das SSD-Laufwerk aktivieren. Damit, wie viele beschrieben haben, eure Maus später an der Maschine nicht so hinterherhinkt, würde ich im System noch beim Zeigegerät die PS2-Maus aktivieren und nicht das standardmäßige USB-Tablet. Wenn ihr nun die virtuelle Maschine installiert habt, wie ich das bereits in meinen Videos gezeigt habe, dann vergessen viele Leute immer einen Punkt, der sehr wichtig ist, und zwar die Gasterweiterung zu installieren. Um die Gasterweiterung zu installieren, das zeige ich jetzt hier mal am Beispiel für Windows 7, müssen wir einfach bloß hier oben in der Menüleiste unter dem Punkt Devices die Gasterweiterung einlegen und können anschließend unter Windows ganz normal in unseren Windows Datei Explorer navigieren und dann hier anschließend unter dem Punkt Computer die gerade von uns virtuell eingelegte DVD mit den Gasterweiterungen auswählen und sie mit einem Doppelklick öffnen. Am besten ist, wir wählen hier einfach mal die Windows-Gasterweiterung mit einem Doppelklick aus und der Setup für die Installation dieser startet sofort. Anschließend öffnet sich der Setup, den wir erstmal mit Weiter bestätigen können, danach einen Speicherort definieren, der standardmäßig auch so bleiben kann. Nun können wir das Ganze einfach mal installieren und das dauert jetzt einen kleinen Moment. Hier können wir anklicken, dass wir wollen, dass von diesem Hersteller immer installiert werden dürfen, drücken dann auf Installieren und nun werden entsprechend die Treiber konfiguriert, sodass unsere Maus wunderbar bewegt werden kann, unser Bildschirm in der richtigen Auflösung angezeigt wird und, und. Das kann natürlich wieder je nach Geräteleistung ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Wenn der Installer dann fertig ist, können wir dann unsere virtuelle Maschine einmal neu starten mit dem Klick auf Fertigstellen und danach werden entsprechende Treiberkonfigurationen angewandt. Nach dem Neustart der virtuellen Maschine habe ich auch nur die Möglichkeit, einen Rechtsklick zu machen und zu sagen, ich möchte die Bildschirmauflösung endlich mal anpassen, wo ich denn hier entsprechend auch eine höhere Auflösung wählen kann. Ich empfehle euch hier 1024x768. Drücken wir dann auf OK, bestätigen das Ganze und dann können wir hier nun diese Änderung beibehalten und dann ist entsprechend unsere Auflösung schon mal höher, was es gerade auf einem höherwertigen Bildschirm
schöner zum Ansehen macht. Wenn diese ganzen Punkte jetzt noch alles nichts geholfen haben, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, aus dem Startmenü die Systemsteuerung zu öffnen, hier in den Unterpunkt System und Sicherheit zu wechseln, dann in den Punkt System, hier nun in die erweiterten Systemeinstellungen und anschließend in die Leistungseinstellungen. Hier können wir das Ganze nun für die optimale Leistung anpassen, sodass hier nirgends ein Haken mehr gesetzt wird und ihr werdet sehen, das Design sieht dann so aus, wie es eben klassisch aussieht. Die virtuelle Maschine läuft bedeutend flotter und es funktioniert alles ein bisschen reaktionsfreudiger. Das waren jetzt so meine Top 10 Einstellungen, um virtuelle Maschinen schneller zu machen. Wenn ihr noch Ideen, Vorschläge oder Wünsche habt, dann ab in die Kommentare damit. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Video hier auf Mac & More. Und ich sag wie immer, bis dahin, ciao.